mit ganzen 50 Dollar soll ich in die Retro Store einkaufen gehen und gucken, wie viel ich mit 50 Dollar Bargeld an coolen Games abgreifen kann. Das klingt interessant. Challenge accepted. Hello. And what is up, YouTube? Welcome back zu einer neuen Pickup-Episode. Um genau zu sein, der 50-Dollar-Challenge. Jawohl. Ich habe mir gedacht, wie weit kommst du eigentlich mit 50 Dollar in der Retro-Store? Und soll ich mal ganz ehrlich sein, ich habe ein bisschen gecheatet. Jawohl. Und zwar habe ich einiges meiner All-Media One-Dollar-Pickups genommen, habe die in den Karton gepackt und habe die zur Retro-Store für Credit gebracht. Wir haben ja gesagt, mit 50 Dollar Bargeld. Ich habe also diesen Karton in die Retro-Store gebracht, erst in die kleine Filiale. Und die haben irgendwie nur 12, 13 Titel genommen und ja, haben mir dafür ein bisschen was gegeben. Aber nicht so viel, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe. Ne? Also bin ich wieder nach Hause, habe die Kiste wieder vollgepackt und bin in die Hauptfiliale gefahren. Da war es dann schon richtig, richtig cool. Ich habe einiges bekommen an Credit und hey, ich habe noch mehr gecheatet. Ich habe das Ganze in meinem Geburtstagsmonat gemacht. Ja, ich hatte Geburtstag. Wieder ein Jährchen älter, oh Mann. Aber es ist so, dass Stammkunden in der Retro Store im Geburtstagmonat 20% auf den Einkauf kriegen. Das heißt, ich hatte somit 50 Dollar Cash plus die Trading Credits und nochmal 20% auf den Einkauf. Das konnte ja nur gut gehen. Das konnte nicht nur gut gehen, das ist sogar richtig gut gegangen. Ich bin mit zwei richtig dicken Tüten wieder nach Hause gekommen und habe am Ende des Tages, ich habe ein bisschen drauf gezahlt, ich habe am Ende des Tages, lasst mich den Kassenzettel einmal raussuchen. Ihr seht schon, das ist ein ganz schön großer Kassenzettel. Ich habe am Ende des Tages in Bargeld noch 57,97 Dollar bezahlt. Challenge bestanden, ja, war halt ein bisschen mehr als 50 Dollar, aber hey, für die 57 Dollar, ihr seht das, ne, habe ich richtig, richtig viel bekommen. Und das möchte ich euch in dieser Folge einmal vorstellen. Los geht's mit einem PlayStation 2 Spiel und zwar La Pucelle Tactics. Gold Award from Famitsu, Japan's leading game magazine. From the developers of the international hit Disgaea comes the heartrending anime coming-of-age story starring a darling 16-year-old demon hunter. In need of a serious attitude adjustment. Das Spiel ist von den Machern von Dissidia und es ist auch genau in dieser Machart. Das Spiel ist recht skurril. Es geht hier im Grunde um Essen, Religion, ja, und Brüste. Klar, das Spiel hat einiges an Zensur hinter sich, zumindest im amerikanischen Markt und ich denke im europäischen auch. So sind zum Beispiel alle kirchlichen Symbole wie Kreuze und so ersetzt worden und einer der Hauptcharaktere ist Raucher. Und im japanischen Original raucht er ständig im Spiel. Das wurde rausgeschnitten und so macht er jetzt immer nur eine komische Handbewegung, raucht aber nicht wirklich, total abgefahren. Und ich habe gesagt, es geht um Essen, um Food. Du findest dort so Orte wie Mayonnaise Harbor oder den Father Salad oder Sister Ravioli. Total crazy. Das Spiel selbst, die Protagonistin, die ist ziemlich crazy. Und wenn ihr die Stimme mal hört, guckt mal. Why do I have to waste my time fighting zombies? They are such wimps. What if my clothes get dirty? They were just washed. Erkennt ihr die Stimme? Habt ihr das schon mal gehört? Na? You suck! Genau, das ist die Shepard von Mass Effect. Jawohl, ja. Here's to simply being happily drunk. I'll drink to that. Das Spiel selber hat mich ganze, schaut mal hier, hätte 12 Dollar gekostet. Na, wie gesagt, ich habe ja 20% Rabatt gekriegt und hatte den Trade-In. Steht da oder stand da jetzt nicht mehr. Für 12 Dollar ist an der Stelle komplett und in richtig, richtig schönem Zustand. Freue ich mich drüber. La Pucelle Tactics für die PlayStation 2. Weiter geht's mit einem ZIP-Titel für das NES und zwar Astyanax oder Astyanax, wie auch immer man es ausspricht. Astyanax ist kein Exklusivtitel, den gibt es auch in PAL, aber in PAL zahlst du da locker mal 50 Euro für. Und guck mal hier, in der Retro Store stand es für ganze 15 Dollar und zwar in einem absoluten Traumzustand. Astyanax, ja, ist komplett, wie gesagt, mit Anleitung. Das Spiel ist ein Sidescroller. Ist ein Action-Adventure. Du spielst den jungen Astyanax und du wachst eines Tages auf und bist
in so einer fremden Welt und was musst du machen? Na klar, die Prinzessin retten. Darum geht's. Total cool. Du hast dazu deine Axt und später auch ein Schwert. Das ist so ein kleines Upgrade-System, was die Waffen angeht. Und du hackst und slashst dich da durch die Side-Scrolling-Levels. Astyanax für das NES. Weiter geht's. Module only fürs NES. The Three Stooges. Kenne ich noch von früher vom Amiga. Genau, da war nämlich das erste Release von The Three Stooges. Im Spiel geht es darum, du musst mit den Three Stooges so kleine Minigames bestreiten, um Geld zu sammeln für, ich glaube, für ein Waisenheim war es. Und das hat damals recht gut abgeschnitten. Ich kenne es, wie gesagt, noch vom Amiga und stand in der Retro Store für $8. Und dafür durften die Three Stooges gerne zu mir in die Sammlung mitkommen. Weiter geht's mit einem kleinen Highlight, und zwar fürs NES, das Cybernoid. Cybernoid US Exclusive, das ist ein Schmapp, und zwar kein scrollendes Schmapp, sondern die Seiten flippen. Das heißt, du musst dich immer durch ein Screen durchschmappen sozusagen und kommst dann auf den nächsten. Das Ding hat seinerzeit richtig gut abgeschnitten und macht auch heute noch richtig, richtig Laune. Cybernoid fürs NES, und wisst ihr was, da stand dafür ganze $3. What? Es geht weiter mit Raid on Bungling Bay. Ein Spiel, was ich noch nie vorher gehört habe. Ist ein NTSC-exklusives Spiel, ist von Brotherbound. Und ja, das ist wie so ein Schmapp. Du fliegst mit deinem Heli irgendwie da über die Karte und musst diverseste Factories zerstören. Ich habe es kurz reingelegt. Ich fand es jetzt okay. Ist nicht ganz meine Art Spiel, weil ein Schmapp sieht für mich anders aus. Stand da für $6. Und ja, dafür habe ich Raid on Bungling Bay, ich finde das Cover sieht ganz cool aus, dann mal mitgenommen. Tja, Raid on Bungling Bay. Come on, let's go! Weiter geht's mit Dance Aerobics, jawohl. Dance Aerobics, ein Powerpad-Spiel, NTSC-exklusiv fürs NES. Ja, war seinerzeit relativ erfolgreich hier als Sportspiel sozusagen oder als Rhythm-Game, wie auch immer man das nennen mag. Und ja, Dance Aerobics, schaut mal hier. Na, das ist so wie heute, diese ganzen Sportsachen, die du auch hast, nur halt in damals sozusagen. Und Dance Aerobics, ne, stand da für $3. Und für $3 ein US-Exclusive-Game, Dance Aerobics, why not? Es geht weiter mit einem Spiel, das ist mir noch gar nicht untergekommen und ist ehrlich gesagt ein richtig, richtig cooles Spiel. Und zwar handelt es sich um Palamedes. Palamedes ist US-Exclusive, das ist ein Puzzler. Da hast du Würfel, die du so hochschießen musst, und du kannst den Würfel drehen selber mit einem Button und musst halt die Zahlen immer matchen. Und dann kriegst du einen Bonus, wenn du eine Straße machst und. Palamedes, total cool, stand dafür sage und schreibe $10, da hatte ich nicht mit gerechnet. Aber dafür, dass ich es vorher noch nie nicht gesehen habe, dachte ich, hey, da nimmst du Palamedes fürs NES einfach mal mit. Es geht weiter mit einem Spiel, das damals in der Fachpresse als das Most Unique RPG dargestellt wurde. Ja, unique ist es schon, ganz so meins ist es nicht. Wir reden von dem US-exklusiven Wall Street Kid. Wall Street Kid ist, ja, du kriegst am Anfang irgendwie eine halbe Mio und musst die dann anlegen. Du musst halt Aktien kaufen und, um das Geld, ich glaube, eine Mio oder waren es eine Billion, keine Ahnung. Du musst halt eine gewisse Summe an Geld erreichen, um das Spiel zu gewinnen. Und das schaffst du, indem du Geld anlegst. Zwischendurch hast du auch noch irgendwie eine Beziehung, musst heiraten, musst dein Honeymoon von dem Geld bezahlen. Ich habe es kurz reingelegt, das war jetzt okay, aber so ganz unique und RPG-mäßig fand ich es dann doch nicht. Wall Street Kid, US Exclusive für das NES. Weiter geht's mit einem EA-Titel. Aber damals, Electronic Arts, da gab es noch nichts mit Mikrotransaktionen und darum ist das auch schon in Ordnung, das Spiel. Es handelt sich um Archon. Archon ist so ein, du spielst auf dem Schachbrett und du kannst mit den unterschiedlichen Figuren deinen Gegner angreifen. Und je nachdem, wen du dann hattest, ne, du springst dann auf das Feld von dem anderen und dann öffnet sich so eine kleine Battle Arena und du musst halt gegen den Gegner kämpfen. Und je nachdem, was für eine Figur du hast, ist die stärker oder schwächer. Und ich fand das Konzept recht cool, hat Spaß gemacht. Archon fürs NES für ganze $8. Und das Coolste an der Cartridge war die Rückseite. Ich habe echt gelacht. Guckt mal hier. Please be kind and rewind. Sehr gerne. Weiter geht's mit einem Taito-Titel. Und zwar The Legend of
Cage. The Legend of Cage ist ein Plattformer. Du spielst da den Cage oder Kage, wie auch immer man diesen Ninja-Samurai-Menschen da nennen mag. Und du hackst und slayst dich da durch die Gegend. Legend of Cage ist ein US-Exclusive und hat an der Stelle $6 gekostet. Und hey, dafür gerne in die Sammlung. Bei so viel NES, und da kommt ja noch mehr, wollen wir doch zwischendurch mal ein PlayStation-Game dazwischen packen. Und zwar handelt es sich, das ist auch, guck mal, richtig schön extra noch verpackt gewesen, oder ist es auch noch, wir nehmen das hier mal raus. Es handelt sich um Echo Knight von From Software. Echo Knight ist ein Adventure. Du bist im Grunde in der First-Person-Perspective. Das hört sich great an. Und bist auf dem Schiff und musst im Grunde da die Story auflösen, warum da alle tot sind. Und du findest Geister, die durchsichtig sind. Für die musst du sozusagen Quests und Rätsel lösen. Und es gibt die Geister, die nicht durchsichtig sind. Die wollen dir was Böses. Und es ist nicht so, dass du da irgendwie schießen kannst oder wie auch immer. Nee, die können dir nur was im Dunkeln. Das heißt, jedes Mal, wenn du dann in einen Raum kommst, zack, schnell Licht anmachen. Denn im Dunkeln, da hast du ja schlechte Karten, sage ich mal. Echo Knight, gar nicht so günstig der Titel. Ist US Exclusive, stand da für $45. Und das Schöne, boah, mal hier runter. Das Schöne hier dran ist, das ist zwar auch ein Rental. Ne? Hier sieht man noch einen Aufkleber, ne? Hier von so einem Rental-Gedöns drauf. Sieht man den? Weiß ich nicht. Moment. Zack, das macht mir nichts, was total cool ist und es sieht nicht mal geschliffen aus. Die CD sieht aus wie neu. Ich hatte gedacht, die ist vielleicht geschliffen, aber da siehst du nichts dran. Hey, und da für $45, respektive, die habe ich ja nicht wirklich bezahlt, ne, mit Rabatt und Trade-in und tralala, freue ich mich total, Echo Knight in meine PlayStation 1 Sammlung aufzunehmen. Das schlechteste NES-Game, was ich je gespielt habe. Wahnsinn. Es geht um Deadly Towers. Deadly Towers in ZIP stand da für ganze $15. Und ich habe danach mal ein bisschen recherchiert und Deadly Towers hat irgendwie mal die Kritik gekriegt, dass es das schlechteste Game ever fürs NES ist. Und ich habe es angespielt und das ist es wirklich. Das ist wieder mal so ein Plattformer. Du guckst da von oben drauf und musst die Prinzessin retten. Es wiederholt sich irgendwie ständig. Die Monster schubsen dich irgendwie immer zurück und es ist total strange. Und nee, also das weiß ich nicht. Von der Spielbarkeit war das nicht so gut. Ist mal wieder ein Spiel, ne? Die konnten das ja gut beim NES. Schaut mal. Die Verpackung, ne, sieht total cool aus. Denkst du, boah, hier geil, Ritter und Schwert und tralala. Und dann stehst du da und nee. Naja, immerhin habe ich so das schlechteste NES-Spiel aller Zeiten jetzt auch in der Sammlung. Und nicht nur als Modul, warum auch? Nee, gleich in ZIP. Juhu! Das sieht schon ein bisschen aus wie Mario, oder? Ist es aber nicht. Das ist Mystery Quest. Mystery Quest in Japan von Square sogar released, ist in den USA von Taxan rausgekommen, ist exclusive, gibt's also nicht in PAL und ist eigentlich ein richtig schöner Plattformer. Erinnert, wie eben gesehen, total an Mario, macht aber trotzdem ziemlich Laune. Du musst da 4 Talismänner suchen und hat einen coolen Soundtrack, macht super Spaß und ja, für einen Zehner darf das gerne in meine NES-Sammlung. 2 US-Exclusives habe ich noch. Nochmal eins, wo wir nochmal, ne, zurückspulen müssen, jawohl. Und zwar ist das eine das Castle Quest und das zweite ist das Spelunker. Ich fange mal mit Castle Quest an, weil Spelunker ist etwas schwieriger zu erklären. Castle Quest, wie eben schon mal, ist so ein Spiel, wenn man sich das anguckt, ne, oh, das sieht so toll aus und als wäre es die riesig großartige Grafik, ist es damals natürlich nie gewesen. Trotzdem ist Castle Quest eigentlich ein richtig schöner Plattformer, habe ich richtig Spaß dran gehabt und gab es dort für ganze $8. Castle Quest, sehr schön. Jetzt zum Spelunker. Ja, Spelunker spielt unter der Erde. Es gibt eigentlich keine Fenster, kein Licht, kein gar nichts und du plattformst dich da durch die Gegend und wenn er das Gameplay sieht, das sieht richtig geil aus. Und ganz ehrlich, das Spiel ist auch irgendwie richtig geil, nur es ist ultra frustrierend. Wenn du da mal einen Millimeter zu weit springst oder zu nah springst oder, tot, tot, tot. Also ich habe das versucht eine halbe Stunde und ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht ist die Steuerung einfach nur ein bisschen schwierig oder das Spiel einfach nur super, super, ja, sensibel, sage ich mal. Spelunker auch von Brotherbound fürs NES in USA exklusiv für ganze $8. Und als letztes kein Game, sondern ein Promo-Display und zwar zu
Heavy Rain von Quantic Dreams. Großartiges Spiel, seinerzeit auf der PS3 erschienen. How far will you go to stop a serial killer? Voll cool und sieht auch richtig schön aus. Und das Ganze für $3, da habe ich es gerne mitgenommen. Das macht sich bestimmt mal richtig gut in meinem Regal. Ja, und das, Freunde, soll es mit der Challenge gewesen sein. $57 habe ich bezahlt. Ihr fragt euch vielleicht, hey, wie viel Trading Credit hast du denn gekriegt für die ganzen Sachen, die du abgegeben hast? Ich habe da ja fast ausschließlich All Media $1 hingebracht und habe in Summe einmal $20,45 Credit gekriegt. Das waren, glaube ich, so 12, 13 Spiele von Goodwill. Und beim anderen Mal habe ich ganze $63 bekommen. Das waren auch 90% Goodwill-Sachen und zwei, drei Sachen, die ich doppelt hatte, die ich dann dazu gepackt habe. Und ich denke, dafür sind ein paar richtig schöne Titel dabei. Gerade die US-Exclusives fürs NES, die ich so wahrscheinlich in Deutschland nicht so gut finden werde. Da freue ich mich drüber, dass die hier jetzt auch in meine Sammlung können. Last but not least möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch haben die Neuzugänge, die Pickups in der $50-Challenge gefallen. Wir sehen uns schon bald in einer neuen Folge wieder. Bis dahin, euer Lario. Come on, let's go! Most, wie heißt es?